Moin moin miteinander. Ja, ich begrüße euch wieder zum Skyforge. Als erstes, ich möchte ganz kurz mal in meine Tasche hineingehen. Ja, so richtig was dabei haben wir nicht. Das können wir hier noch zerlegen. Schwupps. So. Ja, die Insel Nauri. Oder der Hafen von Nauri. Oh. Funken der Zerstörung annehmen. Und, okay, ich kann hier weitermachen und bekomme Einfluss. Zack. Und das war's aber auch schon, richtig? Die Stärke bekomme ich noch nicht. So, wir verbinden uns. Insel Nauri. Ist das das hier? Nein, das ist die Fabrik. Da ist sie. Hafen Nauri. Mitmachen! Was ist das hier? Ah, ich kann das Ganze auch auf höheren Leveln spielen. Ne? Zurzeit aber nicht, weil ich nicht genügend Prestige habe. Ich bräuchte 910. Ich habe zurzeit, ich weiß nicht, wie viel habe ich? 458. Naja. So kann man sich das Ganze ein bisschen schwerer machen, ne? Können wir aber noch nicht. So, mitmachen. Auf niedrigstem Level. Ich bin wirklich gespannt, wie der Paladin hier als, ja, quasi Tank, als Verteidigungscharakter durchkommt. Also, wie schwer das wird. Denn mit dem Kryomanten ging es eigentlich, ne? Aber der ist ja auch mehr so der Damage-Dealer, ne? Mit vielen AOEs, etc. Das sind wir ja jetzt nicht mehr. So, du. Dann komm mal mit. Zack. Läuft aber trotzdem ganz gut, ne? Obwohl wir ja kein richtiger Damage-Dealer sind. Ich kann mich aber nicht beklagen, was den Damage angeht. So, was ist das jetzt hier? Einen Ring gefunden.
Aber die Spielweise gefällt mir, ne? Die Spielweise gefällt mir. Ist auch ganz gut gemacht. Also, ich werde trotzdem irgendwann umschalten auf andere Klassen. Aber ich denke, für Leute, die gerne Tanks spielen, also die werden hier Spaß haben. Weil er ist ja nicht einfach nur ein Tank. Der teilt ja auch doch ganz kräftig aus, ne? So, hier kommt jetzt der Berserker, ne? Havo, der Grimmige. Also ich fixiere ihn mal, sicher ist sicher. Und dann geht's mal los, ne? Warning. This kelp's level of aggression exceeds the allowable value by 6.8%. Neuen Ring bekommen. Welchen wechseln wir denn jetzt aus? So, haben Glück und Geist. Glück und Geist, Stärke, Kühnheit. Kühnheit, Glück. Ich denke mal, wir wechseln den hier. Kühnheit, Geist. Mein Gott. Einzelnen Werten muss ich mich noch beschäftigen. Also ich weiß noch nicht, welche Werte für ein Paladin zum Beispiel die richtigen sind oder die wichtigen. So, so eine brausende Woge. Wollen wir uns die mal schnappen? Bisher habe ich sie ja immer im Nahkampf gekämpft. Komm, weg aus ihrem komischen Wasser. Weg aus dem Wasser. Wasser.
Didum. Tum, didum. Fähigkeit auf Z, die enttäuscht mich gerade so ein kleines bisschen. Was genau macht die? Also, 1 Minute 30. So. Fügt allen Feinden im großen Umkreis des Paladins im Laufe weniger Sekunden 128 bis 151 Schaden zu. Erfordert kein Ziel. Der Angriff dauert so lange, wie man die Taste gedrückt hält. Ah! Gedrückt halten! Ich drücke immer nur ganz kurz zu. Gedrückt halten. Okay, das testen wir doch gleich mal. So, erfordert kein Ziel. Ja, das gefällt mir schon besser. Ladungen erstmal wieder aufladen. Ich weiß jetzt übrigens, warum er nicht immer den Blitz macht. Der Blitz muss sich auch erstmal aufladen. So, okay. Ach nein, ich wollte bis zur Tasche. Weil eigentlich wollte ich nicht zur Tasche. Ich wollte Stärke Geist. Ich wollte zur Ausrüstung. Stärke Geist. Stärke Kühnheit. Kühnheit Glück. Ich tausche mal den hier. So, mein Freund. Wenig aufgepasst gerade. Ich war so im Kampfrausch. Meine Freunde. Was habe ich eigentlich gerade so für einen Schlag gemacht? Eben habe ich so eine Welle ausgelöst. Wie habe ich das denn hingekriegt?
mal, hier bin ich durch, oder? Ja. Hier bin ich durch. Jetzt kann ich Space drücken, einfach. Und quasi so Autolaufen einschalten. Aber irgendwie klappt das gerade nicht. So hinlaufen, Space. Also. Funktioniert doch. Au. Und Sprint. Pam. Ah, das war verschwendet. Eigentlich muss ich diese Fähigkeit... Ja, genau. Die Fähigkeit muss ich... Sturmattacke machen, ne? So ein Anlaufen, wenn ich weit genug weg bin. Ach, jetzt kommt sie wieder. Das Richtige, um die wieder loszuwerden. Genau die Attacke. Ist sie wieder. So, one down, one to go. Genau.
Ja, ich würde mal sagen, das läuft, ne? Das läuft. Ja, dann machen wir mal gleich weiter. Die Folge wird dadurch ein bisschen länger als gedacht. Ob ich den Cooldown abwarte, der ist nämlich nicht mehr so lang. Oder ob ich einfach mal angreife. Weil die haben nicht allzu viele Hitpoints. Ich glaube, ich gehe einfach mal rein. Sturmangriff. So, meistens sind schon down. Oder auch nicht. Sind Verletzte. Ich glaube, hier zu Emilius müssen wir später mal hin. Aber nicht jetzt. Verwundeter. Ja, das ist alles für später, für eine andere Mission, die wir auch hier machen müssen. Blase möchte ich eigentlich nicht kämpfen. Da sind die ja wahrscheinlich besser. So, und Endfight. Der Endfight. Na, dann wollen wir mal. The Naiad is protected by a water barrier. Eliminate her allies while she is invincible. Oh!
So, meine Schöne. Weiter geht's mit unserem Tanz. Okay, Wasserbarriere, ist klar. Noch jemand, der stänkert? Ah, die stänkert noch. Yay, geschafft. Hafner Uri ist gesäubert. So, zack. Und wir haben Funken bekommen und alles. Und da sind wir auch schon wieder im Observationsraum. Ich würde mal sagen, Mission ist ja geglückt mit dem Paladin. Deshalb, die Folge dauert auch schon sehr lange. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und sage bis bald.